habt ihr, Freunde? Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Sven. Ich bin Steven. Und heute sprechen wir über ein bisschen Technik. Technik machen wir mal wieder. Technik. Wer unseren Kanal nicht kennt, wir haben hier in 8 Monate Bauzeit ein großes Varan-Terrarium gebaut, haben das alles dokumentiert, ist in unserer anderen Playliste. Und nun haben wir da, vielleicht sieht man ihn da auf der Kamera, einen kleinen Baumvaran in Prasinus, sein Name ist Kermit, bekommen. Ja, das dokumentieren wir auch. Und wie gesagt, heute geht es technisch weiter und der Grund dafür ist einmal erstmal ein sehr erfreulicher. Wir haben einen Zuschauer, die Grüße gehen raus an Richard. Der hat uns diese wunderschöne Karte, ich hoffe man sieht das, erstellt. Im Prinzip so ein Tag fürs Terrarium. Hat er super gemacht, weil dafür sind wir computertechnisch leider nicht so gut aufgestellt, das hinzubekommen. Hat er ohne Probleme sofort uns erstellt, fand ich total klasse. Das habe ich natürlich auch vorgestellt auf Facebook und auf Twitter. Aber dann kamen einige Fragen. Es kam mal so ein bisschen Skepsis, weil hier auf der Karte steht die Nachttemperatur mit 20 bis 24 Grad. Ja, da kann ich nur zu sagen, das ist ganz normal allgemeine Literatur. Gut, im Internet, wenn man sucht, findet man manchmal auch 21 oder 20, aber nichtsdestotrotz steht es hier so. Es ist eine Information, die man ganz normal im Netz finden kann. Aber um auch darzustellen, wie wir das hier halten, hatte ich ganz vergessen, oh, Kermit ist auch schon vorgekrabbelt, hatte ich mal ganz vergessen, dass wir das mal machen. Wir wollen heute mal euch zeigen, wie sich das bei uns hier im Terrarium mit Temperaturen, mit UV-Licht, Luftfeuchtigkeit, wie das funktioniert. Ja, aber was haben wir noch festgestellt? Wir haben irgendwie weit über 85% unserer Zuschauer abonnieren hier nicht. Die schauen sich diese Videos an und abonnieren nicht. Auf Facebook und auf Instagram geht das ganz einfach. Da werden die Likes gedrückt, da werden Freundschaftsanfragen hingepfeffert. Das scheint alles kein Problem zu sein. Aber gerade hier auf YouTube, was ja nun doch deutlich viel Arbeit und Zeit verschlingt, wären wir froh, wenn man einfach mal das Ganze abonnieren würde. Das würde uns helfen, weil sonst wird es irgendwann für uns unattraktiv zu sagen, wir machen da immer weiter, wenn man eigentlich gar nicht sieht, dass es irgendjemand interessiert. Und genau deswegen haben wir beiden Computercracks jetzt was in unser Video eingebaut. Wir haben einen Filter eingebaut und ab jetzt gleich können nur noch die Leute dieses Video sehen, die den Kanal abonniert haben. Der Rest hat leider einen schwarzen Bildschirm. Wir beide haben das Ding programmiert. Tut uns leid, aber für den Rest geht es jetzt gleich weiter. Ah, ich sehe schon, ihr habt unseren unüberwindbaren Spezialfilter mit Vorspulen überwunden. Wir dachten, wir haben ihn perfekt programmiert. Gut, okay, ihr habt es jetzt geschafft. Das ist jetzt die letzte Chance. Beim nächsten Mal geben wir uns mehr Mühe mit Programmieren von unserem Sicherheitsfilter. Denkt dran, drückt einfach den kleinen Button. Es tut kein weh, es kostet nichts. Ihr kriegt immer wieder die neuesten Videos angezeigt. Ihr würdet uns super helfen. Dankeschön dafür und jetzt viel Spaß beim Video. Und danke nochmal, Richard, für die Karte. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ja, okay, dann kommen wir mal zu den Sachen, wie wir die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und UV-Strahlung heute mal messen wollen. Einmal habe ich hier so ein Fernthermometer. Kann auch jedes x-beliebige andere Thermometer sein. Bei der UV-Strahlung gibt es eigentlich keine großen Alternativen. Ich habe das Solarmeter 6,5R. Das habe ich von der Firma Econlux Solar Raptor bekommen, zertifiziert. Damit messen wir mal die Spots, wo er sich aufhält. Ja, was nimmt man noch zur Überwachung? Ihr wisst ja, ich habe die Solar Raptor Anlagen verbaut. Hier sieht man, da wo gemessen wird, ist im Moment 26 Grad. Ich hatte gerade die Tür ein bisschen offen. 83% Luftfeuchtigkeit, das ist also auch eine super Sache zum Überwachen. Und jetzt schauen wir uns mal hier so seine Spots an. Wir werden mal hier oben auf dem Kasten messen. Da ist eine Solar Raptor Mischlichtlampe drin, die Wärme und UV produziert. Wir gucken uns das gleich mal an. Dann habe ich dort einfach nur eine Wärmelampe, die den Spot bestrahlt. Und dann habe ich hier einmal
die Solar Raptor HID in 70 Watt. Man kann das auch erkennen, ne? Da ist deutlich heller. Ja, dann messen wir einfach mal die ganzen Punkte durch und dann schauen wir mal, was denn da für ein Ergebnis bei rauskommt. Gut, hier oben auf seinem Spot, das ist ja der Mischlichtstrahler, da haben wir hier auf dem Holz, hier hatte ich mal eine Steinplatte liegen, sind es so um die 29, ja, jetzt habe ich die Türlänge auf 30 Grad und natürlich auch eine UV-Strahlung. Dann gucken wir mal hier, wo er gerade liegt, da ärgern wir ihn mal. Da hat er seitlich 37, ja, 37 Grad ist so das Höchste, was wir hier seit, ja, hier war mal 39. Und wenn er hier runter geht, das macht er auch tatsächlich relativ oft. So, du weißt, hier geht es eigentlich, da haben wir es, da ist es manchmal richtig warm, 47, hier liegt er in dem Bereich auch. Also wir haben den Bereich von 46, 47 über 39 bis 36. Ja, das sind erstmal die Temperaturen, die er zur Verfügung hat. Checken wir mal kurz die regulären Temperaturen, das hatten wir aber schon geguckt. Wir kommen hier oben auch mal mit knapp 25 Grad aus. Da unten, ja, jetzt sind die Türen leider ein bisschen offen, also hier unten habe ich meistens 25 Grad, 26 Grad. So, jetzt gucken wir uns mal die UV-Leistung an seinen Spots an. Ja, das ist bei diesem Messgerät mal ein bisschen schwer. Wenn man das jetzt so draufstellen würde, würde das natürlich deutlich verfälschen. Man muss ungefähr dahin, wo der Körper ist. Wir gucken mal, ich klappe das mal auf, schalte das mal an. Also man kann das schon sehen, wenn man hier oben ist, misst das natürlich deutlich höher. Das wäre jetzt ungefähr so die Höhe, wo er liegen würde. Und wir hätten hier eine UV-Strahlung von 3,8 bis 4. Das ist das Optimum für die Tiere. So, hier unten sieht man mal, da messe ich mal, kann man das sehen, hier sind wir tatsächlich mal bei 3, 4, wenn man hier hoch geht, sogar bis zu 6, dann wieder 4, 4, also es ist eine sehr gute UV-Bestrahlung. In den Unterlagen steht ja, dass er so bis zu 3, 3,5. Aber ich sehe da auch gar kein Problem, das hier auch ein bisschen zu erhöhen. Und ich sehe ihn auch oft darunter liegen. Und er thermoreguliert und UV reguliert sich da selber. Ja, also UV ist für mich auch völlig in Ordnung. Eigentlich so, wie es in der Literatur ist. Okay, jetzt haben wir die ganze Zeit von der Lufttemperatur gesprochen. Ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann. Die Wassertemperatur habe ich so auf 26 Grad. Zack, da kommen auch schon die ganzen Piranhas. Ja, wie man sieht, kommt man natürlich in der Terroristik nicht um die ganze Technik drumherum. Das ist manuell, kann man das gar nicht alles genau hinbekommen. Also man braucht schon eine ganze Menge technisches Material, ne, abgesehen oder von den Zeitschaltuhren von früher, mittlerweile digital, Handysteuerung, kann man alles machen. Und man hat halt heute optimal durch die ganzen Messverfahren die Möglichkeit, alles perfekt auf sein Tier einzustellen. Und ich denke mal hier in diesem Bereich, und das ist auch genauso gut, auch hier drüben genauso, das werde ich mal machen, wenn er mal hier rüberkommt. Also das ganze Terrarium hat Temperaturbereiche, ne, hier unten klar, so von 23, 24 Grad bis oben unterm Deckel ist es meistens 32, 33 Grad. Dann haben wir die Wärmespots, haben wir ja gesehen, bis zu 45, 46 Grad. Er hat aber auch kühlere Spots, hier unten 26 Grad. Also er kann thermoregulieren, wie er möchte. Hier unten sieht man ihn mal. Ja, das ist seine Lieblingsbeschäftigung irgendwie, zu versuchen, darüber zu kommen. Ja, dann natürlich das nächste, und das geht nun mal nicht anders, ist das Messen der UV-Strahlung. Das ist bei Reptilien ultra wichtig.
Ja, ich habe das früher alles immer nur geschätzt. Ich habe die ganzen Lampen irgendwie angebaut, mit meinen Steppenwaran, habe das irgendwie hingebaut. Ich wusste nie, was rauskam, wann sie verbraucht waren. Ja, so war das früher. Na, heute möchte ich das natürlich technisch ein bisschen besser machen. Somit habe ich mir das Messgerät geholt. Ja, okay, es kostet 300 €, aber das ist eine Anschaffung fürs Leben. Man hat wirklich die Kontrolle über seine Lampen. Sind die wirklich nach einem Jahr wie angegeben verbraucht oder auch nicht? Und vor allem habe ich den richtigen Abstand der Lampe gewählt. Ja, ich denke mal, da kommt man um gewisse Technik nicht drum rum. Ja, die Luftfeuchtigkeit stimmt. Die ist natürlich durch den Teich wunderbar. Man braucht hier nicht viel machen. Gesprüht wird natürlich auch mit der MRS-Beregnungsanlage. Ja, ich denke mal, das soll es für heute gewesen sein. Ein kleiner Technikteil. Ja, und wir sehen uns dann einfach nächste Woche wieder. Vergesst nicht, wenn euch das gefällt, ne, klickt unten auf den Abonnier-Button, hebt einen Daumen, so verpasst ihr keine Folge. Vielleicht kommt auch irgendwann mal was Interessantes für euch oder ihr habt mal Fragen, kein Problem. Ne, wir sehen uns und dann ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.